Leute, heute geht's weiter mit diesem Richtungswechsel, ja, mit dem Richtungsweisenden, so ist es eigentlich richtig, Duell gegen Fenerbahce Istanbul. Wir wollen heute natürlich die 3 Punkte zu Hause holen gegen Fener und ja, je nachdem wie Real gegen Napoli ausgeht, können wir heute das Achtelfinale klar machen. Sollten wir heute gewinnen, sind wir safe auf jeden Fall erstmal schon in der Europa League. Wenn wir heute verlieren, dann haben wir gegen Real in Madrid den ganz, ganz großen Druck gewinnen zu müssen und dann noch auf die direkte Konkurrenz schauen zu müssen. Aber das schaffen. Mal schauen. Wir gehen rein ins Match oder in Richtung Match. Das sind 4 zu 2 in Frankfurt. Haben wir ein bisschen Luft. Jetzt geht's also Fener, Augsburg, Mainz Pokal. Gehen wir zumindest mal wieder seit langem in eine Pressekonferenz. Normalerweise überspringe ich die immer ein bisschen, aber heute möchte Thank ich you sie everyone for coming. Thank you. Can we zeigen. take your seats and we'll start getting the questions in now? Nein, doch sind wir nicht draußen. Wir haben eine große Chance noch. Wir können noch weiterkommen. Wir sind Zweiter. Passt irgendwo gerade nicht. Ich bin für die Moral vom Gegner egal. Wir kümmern uns um unsere eigene Aufgabe. Thank you very much for attending. We apologize if you were unable to get your question in. So, okay. Ja. Gut, gehen wir rein ins Match. Mal schauen, wie es heute weitergeht. Ich werde mal kurz ein bisschen rotieren. Also, was heißt rotieren? Ich werde heute mal. Hat er doch keiner? Ist er eigentlich nicht Innenverteidiger? Stafelidis, darf der nicht Innenverteidiger spielen? Naja, gehen wir rein, trotzdem ins Match. Zwei Wechsel. Und wir wollen heute den nächsten Schritt machen. Ja, erstmal unsere eigenen Hausaufgaben. Gewinnen wir, ist das Ding klar? Sind wir safe in der Europa League? Verlieren wir heute, haben wir den Druck in Madrid. Wir brauchen auf jeden Fall ein Spiel, ein Sieg, egal wie, aus 2 Spielen. Deswegen war der Sieg in Neapel so, so wichtig. Um halt. Egal. War der Sieg in Neapel so wichtig, um uns halt wieder so ein bisschen Luft zu Wenn die verschaffen? Konkurrenz mitspielt, dann können Sie heute in die K.O.-Runde einziehen. Wir übertragen Ihnen dieses Spiel live. Bleiben Sie dran. Genau, und je nachdem, wenn Real Neapel schlägt und wir schlagen gleichzeitig hier Fenerbahce, sind wir im Schön, Achtelfinale. dass Sie eingeschaltet haben, liebe Fußballfans. Wir begrüßen Sie herzlich zu dieser Begegnung heute Abend. Ich bin Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann darf ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Uns erwartet hier heute ein Gruppenspiel aus der UEFA Champions League. Und ich glaube, das wird sehr interessant. Alle wissen, hier ist eine Menge drin in dieser Partie. Die Gastgeber möchten heute den Einzug in die K.O.-Runde festmachen. Das kann auch gelingen, keine Frage, wenn sie konzentriert bleiben. Wenn sie sich nicht zu früh zurücklehnen, ist aber bei diesem Trainer kaum denkbar. So, 2 Wechsel gibt es gegenüber dem letzten Spiel in Frankfurt. Tchimat raus. Er sah einfach aber nicht gut aus. Für ihn stand Felix in der Innenverteidigung. Und auf der 6 spielt jetzt Laurin Ulrich statt Moriba.
Hier ist die Aufstellung. So spielt die Heimmannschaft heute. Bei Ihnen sehen wir das 4-4-2 als Formation heute. Ne? Und das mit einer Raute im Mittelfeld. Links und rechts jeweils einer. Und dann zentral einer für die Defensive und einer für die Offensive. Genau, so ist es. Und da wird uns die Startformation von Fenerbahce eingeblendet. Sie treten heute offensiv an. Ein 3-4-3, wie wir hier sehen. Ja, so viel Absicherung bleibt da nicht wirklich. Nur eine Dreierkette, ein defensiver Mittelfeldspieler. Ich bin mal gespannt, wie sie das umsetzen. Hinspiel übrigens 4-1 in Istanbul. Würde ich heute definitiv unterschreiben. Mir wäre es egal wie, aber es wird nicht schon einfach werden. Und damit steigen wir ein in die erste Spielhälfte in diesem Gruppenspiel der UEFA Champions League. So, erstmal Siegen ist klar, um den Druck nicht in Madrid zu haben. Wenn ich ehrlich bin, in Madrid willst du keinen Druck haben. Fischer. Jetzt könnte es gefährlich werden. Flanke zu Aubameyang. Er kann klären. Kommt aber nicht hin. Gutes Ding, dafür Lides. Lieber Fischer. Serrano, gut dazwischen, der verhindert den Ball Richtung Jonas Sterner. Jetzt Siegtorschütze aus Neapel. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Hereingabe. Ja. Und da ist der Ball erstmal wieder weg. Erstmal weg. Aubameyang. Hat leider nicht den Platz, den er braucht, um durchzumarschieren. In die Mitte. Da bekommen sie den Ball nicht raus. So, jetzt erstmal neu aufbauen durch Rote. Ruhigschlüppe. Batschuber. Die können heute in die K.O.-Runde einziehen. Mal sehen, ob sie das backen. Wenn die anderen mitspielen, kann das heute klappen. Wichtig aber erstmal, selbst den Sieg zu holen. Genau so ist es. Ah! Einwurf geben, kommt er nicht mehr ran an diesen Pass. Jimmy Avila. Michy Batshuayi, das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Gut gemacht, mit dieser Grätsche holt er sich den Ball. Jetzt haben wir mal ein bisschen Ball. Sie haben da Platz auf dem Konter über Jonas Sterner. Der kommt aber nicht zum Schluss. Ingersson sagt, jo, das ist meiner, den nehme ich mal mit. Wir sehen das frühe Pressing. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenhaus. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Schön. Abwehr muss aufpassen, sie kommen. Und dann der Ballverlust, die Gefahr damit bereinigt. Schön dazwischen gegangen, schön darum. Aubameyang. Schön darum. Wieder abgebrochen. Kavici. Wir hören es, die Fans hoffen auf die Führung. Jetzt der Eckball. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Eckloff. Und. Oh, kein Tor gibt's doch nicht. Es ist Kek Perry. Mit der ersten sofort klare Entscheidung und ich denke, es ist die absolut korrekte Entscheidung. Da wird's abseits. Damit wäre aber alle Aufregung umsonst. Und es ist, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. Sauber gelöst, er holt sich den Ball. Irgendwie habe ich das Gefühl. Schönes Zuspiel. Ja, das ist abseits. Vielleicht ein Tick zu früh losgelaufen. Ist natürlich. Nächste Abseitssituation, 31. Ja, ich spüre ein bisschen Druck. Ich spüre ein bisschen Druck. Wir haben Historisches zu schaffen heute. Können. Da wäre mit Neapel schon mal ein Brocken weg. Oder? Vielleicht auch Real. Lass mal unser Spiel gewinnen und lass mal Real. Michy Batshuayi. Ball könnte die Führung werden. Und da passt der Torhüter auf. Nächste Chance, erste Chance Fenerbahce. Gefühlt die erste Chance. Kurze Ecke. Und da zeigt er vollen Einsatz mit Erfolg. Er hat den Ball. Moukoko. Es ist komm ein nicht Spiel der Taktik, der Strategie. Und wir sehen ja, beide nehmen sich nicht viel. Beide bleiben bei ihrer Taktik. Kaum Räume.
aber auch wenig spielerische Glanz. Ah, aber jetzt bekommen sie... Berisha, 1-0, Ferner. Wir sind momentan weg vom Fenster. Also gut, setzen ihr Konzept straight um. Nur die Tore haben bisher gefehlt. Glaube ich nicht, das war nicht Berisha, war Avila. Aber es ist Jacke wie Hose. Wir liegen 0-1 in... Und damit brauche ich gar nicht das zu rechnen. Wir haben Druck in Madrid. Stand jetzt. Ja, die Fans sind gerade ein bisschen angesäuert. Das hört man deutlich. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Was wird er gegeben? Schiri. Schau, das ist nicht kann nicht ganz zufrieden sein zur Pause. Wir werden wechseln müssen. Ich werde wechseln. Ich habe mich ein bisschen jetzt quasi mehr oder weniger vertan. Wir werden ein bisschen durchrotieren müssen. Ja, die eigentliche Stammelf spielen lassen. Ja, passt soweit. Obwohl, warte mal. Ich lasse Andrade rein. Statt Eggloff. Irgendwas müssen wir jetzt machen. Wir müssen dieses Spiel immer nicht drehen. Es ist ganz, ganz bitter, dass wir jetzt 0-1 hinten liegen. Ich hätte gerne mal einen Blick auf die Tabelle. Ich glaube, wir sind momentan sogar wie das andere Parallelspiel läuft. Ja, wie das Parallelspiel steht. Er lässt sich da nicht aufhalten. Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang! Macht er genau im richtigen Moment. Batshuayi. Vielleicht die Konterchance. Wäre die Konterchance gewesen, aber sie verlieren den Ball. Rote. Gut gemacht, jetzt gegen Batshuayi. Mann! Auf Außen ist Platz. Komplett unter ohne Not. Aber jetzt. Aber auch Fehler. Ball ist weg. Batshuayi. Und jetzt Aubameyang. Mal mit Tempo. Aubameyang. Kann das ja richtig sein? Ist es doch. Stand jetzt ist unsere Aufgabe, den Ausgleich erzielt zu haben. Das war wichtig. Und das ist bitter. Ich glaube, Aubameyang ist mich jetzt angeschlagen. Das heißt, ich werde ihn auswechseln müssen sogar noch. Und dafür Novoa jetzt reinwerfen. Ich glaube, damit ist auch der letzte Wechsel weg, weil wir dürfen ja nur haben ja nur eine 3-2-Situation. Und das tut jetzt weh, dass der Aubameyang jetzt nach seinem Tor. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann ist es Pierre-Emerick Aubameyang, der den Treffer aus kürzester Distanz erzielt. Jedenfalls ein Tor alles auf Anfang. Es steht für 1 uns. 1. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel Rote. Aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Platz auf Außen. Und da haben sie den Ball. Sie verlieren hier den Ball. Umtiti. Rote. Novoa und Egribat sagt er, es ist meiner. Oh, nächste gute Situation hier. Da stand er gut und gibt Freistoß. Freistoß für Finna, für uns. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Abseits. Tor abgepfiffen, Fahne oben. Rote wäre durch gewesen, wäre weg gewesen. Andrade. Vielleicht die Führung jetzt. Ball geklärt. Das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Da machen sie zu. Wichtige Aktion. Schön durchgesetzt.
Er könnte die Führung erzielen. Was kriegst du nochmal? Kriegst du mit einem Mann dazwischen? Geht der Dings dazwischen? Mukoko, glaube ich, war es. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Und jetzt der Schuss. Not bad. Doppelpark, aber schön gehalten. Ja, das war natürlich Sieg wäre das. Mit der scheiß Kurzecke. Da ist die Flanke. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Klasse Ball gewinnen. Vielleicht machen sie jetzt was draus. Klar, das muss hier jetzt einen Abschluss geben. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Ja, ich muss jetzt ein bisschen... Sie schalten auf Angriff um. Das ist wohl die letzte Chance, hier doch noch als Sieger vom Platz zu gehen. Und jetzt ist der Ball weg. Die Szene damit erstmal geklärt. Mitspieler frei. Jetzt kann der Pass kommen. Er bringt den Ball auf den langen Pfosten. Gehalten! Nicht damit. Fast fällt hier noch das Tor, fast geraten sie spät noch in Rückstand, aber er ist da, er hält die... Abseits, ey, du fallst mir nicht, du fallst mir nicht ab, der Angriff noch weg. Zu früh fahren ist oben. Ey, da war doch kein Angriff, war doch kein Fahrer, war doch kein Abseits. Es gibt einen Wechsel. Schön vorbeigekommen. Könnte die Führung werden. Ball ist nicht... Fick dich doch, ey. Da ist nochmal die Chance auf den Sieg, es gibt eine Ecke. In den Strafraum. Halbherzig geklärt, Ball weiter gefährlich. Gibt's hier die Entscheidung? Macht er genau im richtigen Moment. Pfeif doch nicht ab, Mann! Zu Ende. Da könnte ein Angriff drauf, ich muss abpfeifen. Oh, Mann. Ey, mit 3-4 Situationen, ey, das ist, oh, Mann, ist das ärgerlich. Wir hatten, die haben die anderen gespielt. Napoli gegen Real. Es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Aber das Bittere ist natürlich, je nachdem, wie jetzt die andere Partie ausgeht. Ah, Mann, ey. Der verhindert einfach alles, ey. Der Sack. Das haben wir natürlich das Problem in Madrid. Jetzt haben wir nächster Gegner ist dann... Ah, ist jetzt Augsburg. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann... Ja, es wird schwer. Bis dann.